Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Freitag. Ja, heute geht es mir ein bisschen besser, bin zwar ein bisschen aus der Puste, aber das hängt ein bisschen mit unserem ZDF-Migrantenfernsehen zusammen, wo man gerade wieder auf schön Wetter in Brandenburg machen wollte und uns was von, was wir alles machen müssen, um diese Leute zu integrieren, uns eintrichtern wollte. Da sage ich nur, es gibt kaum noch Krieg in Syrien, dort beruhigt sich die Lage immer mehr. Im Irak ist schon lange kein Krieg mehr. Da ist nur noch immer wieder mal Randale, wie das üblich ist in diesen Ländern, wenn einer irgendwo eine Wahl gewinnt, die ihm nicht passt oder irgendwas ist, was ihm nicht in den Kram passt. Da gibt es ja da immer gleich Steinwürfe und Randale. Das ist man nicht anders gewohnt. Die letzten Wochen waren ja Wahlen in Kambodscha und überall. Wenn die vorbei ist, wird es geht's immer meistens richtig los, weil immer irgendeiner meint, dass er betrogen und beschissen worden ist. Das passiert zwar hier auch. Aber wir fangen nicht gleich an und nehmen das ganze Land auseinander. Zumindest wir, wie das bei den Zugezogenen ist, haben wir ja in Frankreich gesehen. Da braucht man bloß eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Schon gibt es Tote und die ganze Stadt wird auseinander, das ganze Land. Das ist die Art zu feiern von diesen Leuten. Aber auf solche Feiern haben wir keinen Bock, Herr Woidke. Nimm deine Leute, verschwinde mit ihnen dorthin, wo sie hergekommen sind. Wir brauchen solche Integrierten nicht. Ja, jetzt habe ich das erstmal rausgespuckt, muss es sein, damit ich wieder ein bisschen runterkomme. Ja, heute kommen wir zur 67. Geschichtsstunde von Egon. Die wird wieder etwas kürzer. Es kommt am Anfang ein interessantes Thema, finde ich, was in die politische Richtung geht. War gestern nicht ganz so der Fall. Ich habe schon gesehen, deswegen wahrscheinlich haben wir nicht ganz so viele geguckt, weil ja die Themen immer dastehen. Sicherlich auch immer die Frage, was interessiert. Aber es ist nun mal momentan so, kurz nachdem die ersten Jahre nach der Gründung des Deutschen Reiches in Europa, war es relativ ruhig. Ne? Also die bösen militaristischen Deutschen, als die in Deutschland der ruhende Pol waren, wir haben keine Kriege angezettelt oder irgendwas. Ne? Die wollten in Ruhe leben und wirtschaftlich nach oben kommen und wollten Erfindungen machen, wollten bauen, bauen, bauen und nicht Länder klauen, wie das heute unsere Freunde aus Amerika laufen wollen, indem sie Regime stürzen, zusammen mit ihren Briten und Franzosen im altes Kolonialreich wieder über die Hintertür aufzubauen. Wenn wir was lesen, ist es meistens Briten und Franzosen, die irgendwo auf Landklau waren zu der Zeit. Ja, fangen wir mal an. Gestern war das letzte Thema. Mache ich jetzt immer, dass man mal erinnert wird. Da ging es um Otto, erfindet Viertaktmotor, also wieder ein großer Erfinder aus den deutschen Landen. Und heute geht es weiter mit, ja, dem, was ich einen Holocaust an den Indianern bezeichnen würde, von dem aber keiner spricht und wo mit Sicherheit mehr Millionen Menschen gemeuchelt worden sind in eine schöne Art und Weise als im Zweiten Weltkrieg der Juden. Aber irgendwie sind Juden immer was ganz Besonderes. Wenn da jemand was passiert, ist das immer besonders viel schlimmer, als wenn ein anderer Mensch was passiert. Das erleben wir jetzt ja gerade wieder. Ich bin ja gerade in Nordrhein-Westfalen, wo wieder einem die Kippa vom Kopf gerissen worden ist. Wenn gleichzeitig irgendwo Leute abgestochen werden, das interessiert weniger, komischerweise. Die sind halt tot, ne? Oder denen fehlt halt dann irgendwo Auge oder was weiß ich. Nicht so schlimm. Aber wenn so eine Kippa runtergerissen wird, da müssen wir 3 Tage und 5 Jahre Skandal draus machen und sofort neue Gesetze erlassen. Ja, das ist das, was mich stört. Das hat nicht mit Antisemitismus zu tun. Das ist wie wenn ich früher als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz gelaufen bin. Ob ich jemanden leiden konnte oder nicht, die sind alle gleich behandelt worden. Und wenn einer Foul gemacht hat, hat er genauso eine rote Karte bekommen wie der, den ich nicht leiden konnte. Ja? So, da habe ich keine Unterschiede gemacht. Und das ist die Aufgabe einer Regierung, eines Staates. Und nicht laufend irgendwelchen Leuten jetzt Sondergesetze zu machen, wenn sie laut genug jammern. Ne? Ja, und genauso ist es ja mit Migranten. Wir können sagen und demonstrieren, machen, was wir wollen. Wir sollen nur die Schnauze halten. Uns werden Hyänen auf den Hals gehetzt, wenn wir für unsere Rechte auf der Straße gehen. Ja, jetzt sehe ich gerade, sind schon 5 Minuten rum, aber es musste mal wieder raus, diese Ansprache. Vielleicht hört ja der ein oder andere
uns da oben zufällig mal rein in so einem Video und weiß mal, worum es geht. Ja, da wollen wir mal weitermachen. 25. Juni 1876. Letzter Sieg der Sioux. Sioux-Indianer unter den Häuptlingen Tatanka, Yotanka, genannt Sitting Bull, und Tashunka Uitko, genannt Crazy Horse, schlagen am Little Bighorn River im südlichen Montana einen Angriff der US-Kavallerie unter Oberstleutnant George A. Point Custer zurück und kreisen die Soldaten bei einem Gegenangriff ein. Keiner der Weißen, die das Sioux-Lager überfallen haben, überlebt. Der Sieg am Little Bighorn River ist der letzte Triumph der Indianer im Kampf gegen die vorrückende US-Zivilisation. Nach der Schlacht trennen sich die Sioux-Stämme. Während sich Tatanka Yotanka ins kanadische Exil begibt, bleibt Tashunka Uitko im Sioux-Gebiet, wird im Frühjahr 1877 in den Bighorn Mountains von einer Übermacht US-Kavallerie überrascht und muss sich ergeben. Unter Arrest gestellt wird er am 5. September 1877 von einem Soldaten erstochen. Custers missglückter Feldzug gegen die Sioux erfolgte, nachdem sich die Indianer des Black Hills-Gebiets geweigert hatten, der illegal erhobenen Forderung nachzukommen, in Reservate umzusiedeln. Der Sieg der Sioux am Little Bighorn River wird noch im selben Jahr in den Vereinigten Staaten pompös zum Custer-Massaker uminterpretiert. Spätere Untersuchungen ergeben, dass sich ein Großteil der über 250 gefallenen US-Soldaten möglicherweise selbst getötet hat. Als ihre Lage aussichtslos wurde, sollen die Soldaten in Panik geraten sein, weil sie glaubten, die Indianer gingen mit besiegten Gegnern noch grausamer um als Weiße. Mit der Festnahme von Crazy Horse endet der Krieg gegen die Sioux. 1877 erfolgt die Unterwerfung der Nez Perce-Indianer in Oregon. Von 1865 bis 1886 kämpfen die Apachen erbittert um ihr Land. Als letzter Häuptling kapituliert Geronimo. Gibt's da einen langen Film drüber. Tja, da sieht man, wie immer die Amerikaner ihre Hollywood-Märchen erfinden. Oh, 250 in gemeuchelt wurden von Indianern. Dabei waren sie nur, kam ihnen in den Sinn, wie sie mit den Indianern umgekommen sind, und haben dann gesagt, da geben wir uns lieber selber einen Schuss, bevor sie mit uns genauso umgehen, wie wir mit ihnen umgegangen sind. Wie wir es gelesen haben, nicht die Sioux haben die Custer-Kavallerie angegriffen, sondern die haben vorher ein Indianerlager überfallen, weil die sich geweigert haben, aus ihrem Land vertrieben zu werden in Reservate. Und genau dasselbe passiert heute. Wir wehren uns nur, vertrieben zu werden aus unseren Innenstädten, aus unseren schönen Gegenden in den Städten, wo sich immer mehr Migranten breit machen und eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die mit dem Geld um sich schmeißt. Ne? Und das werden wir weiter tun. Ich hoffe, dass genügend Leute wach werden und immer mehr, dass diese kleine, die sich immer groß darstellt durch die Medien, kleine, in Anführungszeichen angebliche Mehrheit, nur noch ein kleines Häufchen Elend ist, was dann mit Schiss in der Hose dasteht und sagt, oh, wer weiß, was uns jetzt passiert. So wie wir mit den Leuten bisher umgegangen sind, müssen wir mit allen rechnen. Ne? Es ist zum Kotzen, was hier in diesem Land abgeht. Wir werden in unserem eigenen Land zum Indianer degradiert. Ne? Wir haben kaum noch Rechte. Ne? Das beste Beispiel, wir sind jetzt wieder diese Bürgschaften in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich als Deutscher für einen deutschen Bürger und den sein Geschäft geht in die Hose oder was er gemacht hat, weswegen ich die Bürgschaft gegeben habe, dann wäre ich abgezockt. Da stehen sie mit, wenn es geht, mit einem SEK vor der Tür, wenn ich nicht zahlen will, wenn sie mich aus dem Haus schmeißen wollen oder so. Da gibt es keinerlei Pardon und da heißt es dann immer, ja, das ist halt das Gesetz. Aber wenn hier Flüchtlingsbürger uns Millionen über Jahre an Kosten einbrocken für angebliche Flüchtlinge, die sich ja angeblich, und das war ja die Bedingung, aus eigener Tasche ernähren müssen und dann funktioniert das nicht, dann stellen sie sich hin, ach, das haben wir alles nicht gewusst, müssen wir doch irgendwas tun können, die armen Flüchtlingshelfer. Und schon kommt die Bundesregierung und sagt, ach ja, war alles nicht so gemeint, ihr braucht natürlich nicht zu bezahlen.
Ihr habt euer Werk getan, ihr habt uns wieder 7 Schmarotzer nach Deutschland geholt, die sich auf unsere Kosten durchfressen, alles nicht so schlimm, ne? Wie der eine, der eine syrische Familie mit 7 Leuten hergeschleppt hat, als Flüchtlingsbürger. Damit muss Schluss sein. Wir müssen uns konsequent dagegen wehren, dass wir hier enteignet werden, regelrecht unseres Landes, so wie man es mit den Indianern damals gemacht hat. Ne? Ja, erst Verträge machen, wo man irgendwas zusichert und dann sich an die Verträge nicht mehr halten. So ist es damals gelaufen. Und genauso läuft es heute. Man macht Gesetze, wo wir angeblich bestimmte Rechte haben. Und wenn es dann nicht passt, werden die Gesetze einfach mal gekappt. Und da wird irgendwas gemacht, damit wir akzeptieren müssen, dass das halt jetzt den Migranten gehört oder einer gewissen Gruppe. Ich lasse es weg jetzt. Jeder weiß, wen ich meine. Auf jeden Fall, es ist zum Kotzen. Und wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren, sonst sind wir irgendwann nur noch der letzte Arsch. Schütze, wie sage ich, König, das Sprichwort lasse ich weg, schütze Arsch im letzten Glied, oder wie es glaube ich heißt. Ne? Ja, das war zu den Sioux-Indianern, wie man die fertig gemacht hat, oder allgemein die Indianer. Hier haben wir noch ein Bild. Steinernes Monument des Sioux-Häuptlings Tashunka Uitku, genannt Crazy Horse, in den Black Hills, in Klammern South Dakota, Klammer zu. Die Feindseligkeiten zwischen Sioux und Weißen nahmen 1865-66 zu, als Siedler in die Black Hills ein Indianerheiligtum strömten, wo Goldfunde gemeldet worden waren. Tja, wenn Gold da war, war auf einmal kein Vertrag mehr gültig. Ja, aber nicht mit uns. Wir sind keine Indianer. Wir werden sich zeigen, dass wir keine Indianer sind. Ne? Ja, weiter geht's mit einer Sache wieder aus der Kunst. 1876. Symbolismus weist Lyrik neue Wege. Der französische Schriftsteller Stéphane Mallarmé veröffentlicht das Gedicht Der Nachmittag eines Fauns. Seine assoziativ vernetzten, traumhaft unwirklichen Bilderfolgen machen es zu einem typischen Werk der Symbolisten. Mit der Poesie pure, der Gedichte Mallarmés, die nichts Eindeutiges mehr erzählen wollen, sondern nur noch andeuten, erreicht der französische Symbolismus seinen Höhepunkt. Den Symbolismus inspirierte Charles Baudelaire. Seine symbolreiche Bildersprache wirkte vorbildhaft auf junge Literaten, die den deklamatorischen Gestus der Romantik ablehnten. Neben Mallarmé zählen Paul Verlaine und Arthur Rimbaud zu den bedeutendsten Vertretern des Symbolismus. In Verlaines erster Sammlung, den von einer morbiden Atmosphäre erfüllten saturnischen Gedichten 1866, ist der Einfluss Baudelaires deutlich spürbar. Und da haben wir noch ein Bild, oder eher so ein, ja, Zeichnung. Der französische Dichter, Kunstkritiker und Essayist Charles Baudelaire gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der europäischen literarischen Moderne. Selbstporträt um 1860 oder im Jahr 1860. Da haben wir den Monsieur Baudelaire. Na, gut gesehen. Und weiter geht's mit einer Randbemerkung vom 24. Mai 1876. Die spanischen Cortes in Madrid genehmigen die neue Verfassung des Königreichs. Spanien wird konstitutionelle Monarchie mit einem Zweikammersystem. Ja, ein großer historischer Moment in der spanischen Geschichte. Und weiter geht es mit dem 1. Juli 1876. Anarchismus für Freiheit. Die politischen Vorstellungen des im Exil in Bern gestorbenen russischen Revolutionärs Michail A. Bakunin üben einen starken Einfluss auf die russische anarchistische Bewegung aus. Der Anarchismus lehnt jede Form der Herrschaft von Menschen über Menschen ab. Er tritt für die uneingeschränkte Freiheit des Individuums und ein Zusammenleben auf der Basis von Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität ein. Er verneint jegliche Art von Autorität.
in Klammern des Staates, der Kirche, Klammer zu. Ja, hört sich alles ganz gut an, aber ich sage mal so, wir sehen, wenn wir uns die Viertel angucken, wo die Anarchie ausgebrochen ist, Hamburg, Berlin, Leipzig, da sehen wir, wo die Anarchie hinführt. Ich weiß nicht, es ist auch kein schönes Leben, im Müll und Dreck zu leben, weil keiner mehr da ist, der sagt, ich habe einen Hut auf, den kann ich verantwortlich machen, wenn es nicht läuft. Wenn jemand irgendwo eine Führung über irgendwas übernimmt, muss das ja nichts Negatives bedeuten. Die Frage ist nur, wie der seine Führung ausfüllt, wie der die versteht. Wenn er sie natürlich versteht, wie eine Frau Merkel als Diktatorin eines Systems, was das eigene Volk drückt und was nur darauf aus ist, bestimmte Sachen umzusetzen, die ihr von anderen Leuten vorgegeben werden, ja, dann ist natürlich Anarchie besser, ne? Aber wenn wir einen Staat haben, wo, ja, wie soll ich sagen, des Volkes Wille umgesetzt wird von denen, die oben dran sind, mit natürlich Augenmaß und mit Köpfchen, ne? Nicht alles, was vielleicht immer, obwohl, wenn die Mehrheit will, will sie es und dann muss es gemacht werden. Und dann wird sich rausstellen, ob es gut oder schlecht war und nicht von vornherein gesagt, ja, es war die Mehrheit, die das will, aber das können wir nicht umsetzen, das funktioniert nicht. Nee, das muss wieder in die Köpfe rein. Das ist die Demokratie und nicht, was man uns immer einreden will. Demokratie lebt von Kompromissen und all so ein Käse. Demokratie lebt überhaupt nicht von Kompromissen. Demokratie lebt davon, dass eine bestimmte Anzahl von Leuten sagt, wir wollen das so, vor allen Dingen auch, dass jeder gleichmäßig zu Wort kommen kann, dass nicht eine führende Riege dafür sorgt, dass die eine Hälfte mundtot gemacht wird oder so eingeschüchtert wird, dass sie sich gar nicht mehr traut, die Wahrheit zu sagen. Das ist nämlich die große Masse, wenn sie durch die Städte laufen und immer dann gesagt haben, ja, na ja, eigentlich sind wir da, aber eigentlich sind wir auch so, die nicht wissen, was sie wollen, was du immer raushörst, wo du merkst, dass die eigentlich was ganz anderes sagen wollen, aber sich nicht mehr trauen. Das ist Demokratie. Und wenn diese Demokratie richtig funktioniert, wie im alten Griechenland, wo dann auch so eine wie eine Frau Merkel mit dem Scherbengericht aus dem Land geschmissen wird für ein Jahr, wenn die Mehrheit sagt, du hast uns betrogen, du hast uns beschissen und ihre Strafe dafür bekommt, dann haben wir wieder Demokratie. Und nicht wie jetzt, wo dann die nächste Kronprinzessin, die genauso bescheuert ist wie sie selber, schon wieder bereitsteht, um den Karren weiter in den Dreck zu fahren und gegen uns zu opponieren. Wie diese Kramp-Karrenbauer passt in dem Moment sogar Karrenbauer und Karren in Dreck fahren, passt wie die Faust aufs Auge. Sowas wollen wir nicht mehr, sowas ist keine Demokratie und wir lassen uns auch nicht einreden von irgendwelchen ZDF- und ARD-Typen, die uns das jeden Tag erzählen wollen, dass das eine Demokratie wäre. Ja? Demokratie, guckt euch mal das alte Griechenland an, in ihrer Geschichte wieder und das war Demokratie. So funktioniert Demokratie. Und dafür müssen wir kämpfen, dass wir so eine Demokratie bekommen. Ja, weiter geht's mit einem Thema oder Abschnitt ohne Datum, 1876. Modernes Krematorium. In Mailand nimmt das erste moderne Krematorium seinen Betrieb auf. Der Sarg mit dem toten Körper wird in einen Flammenraum aus Schamott und Asbest gesenkt und bei extrem hoher Temperatur verbrannt. Zurück bleiben 2 bis 4 Kilogramm Asche. Bald folgen ähnliche Anlagen in anderen europäischen Großstädten. Dabei setzt sich die Technik durch, den Sarg mit Heizöl zu übersprühen und diesen Ölnebel zu entzünden, was hohe Verbrennungstemperaturen ergibt. Das würde ich dann so eine Bestattung, wenn es dann mal soweit ist, würde ich der Frau Merkel gönnen. Nicht, dass die wieder irgendwie noch aus dem Grab aufsteht. Ja, weiter geht's mit dem 1.8.1876. Das Territorium Colorado wird als 38. Bundesstaat in die USA aufgenommen. Ja, damals waren es noch keine 50. Da war es erst in dem Moment dann 38. So, und jetzt kommen wir zum Schluss noch des heutigen Tages, beziehungsweise heutigen Geschichtsstunde.
zu einem Fokus, einem Thema, auf ein Thema, und zwar Gesamtkunstwerk Oper, wird es nochmal künstlerisch. Richard Wagner erneuert das Musikdrama. Am 13. August 1876 eröffnen in Bayreuth die ersten Festspiele mit der vollständigen Aufführung von Richard Wagners Ring des Nibelungen. In seinen technischen Möglichkeiten entspricht das Festspielhaus dem Streben Wagners nach einem Gesamtkunstwerk und zugleich einer kultischen Erhöhung seiner Werke. Im Herbst 1850 hatte Richard Wagner in einem Brief erstmals konkrete Vorstellungen über ein eigenes Festspielhaus entwickelt. Er wolle aus Brettern ein Theater errichten, die besten Sänger einladen, seine Oper über den Nibelungenstoff dreimal exemplarisch aufführen, um sodann das Theater abzureißen und die Partitur zu vernichten. Hintergrund für diesen Plan war Wagners fundamentale Kritik am Opernwesen seiner Zeit. Epische Trilogie. In Zürich, wo Wagner seit 1849 lebte, verfasste er theoretische Schriften und entwickelte sein Konzept einer alle Gattungen einbeziehenden Kunst, das Gesamtkunstwerk. Für Wagner, der die Operntexte selbst schrieb, musste die Musik aus dem Libretto erwachsen. Er setzte sich zum Ziel, fließende dramatische Handlungen in stetig fließender Musik auszudrücken. Das vergrößerte Orchester sollte zum gleichwertigen Partner des Dramas und zum Träger der durchkomponierten, unendlichen Melodie werden, die keine Einschnitte für Arien, Sprechgesänge oder Ensemblenummern vorsah. Zugleich hatte Wagner genaue Vorstellungen von der szenischen Realisierung seiner Werke. Im Mittelpunkt seiner schöpferischen Arbeit stand in den Zürcher Jahren die Arbeit am Ring des Nibelungen, dem Mammutprojekt eines gigantischen Musikdramas in Form einer Tetralogie auf der Grundlage des germanischen Nibelungenstoffes, der sich vor allem durch Stabreim, eine besondere Form der Dichtung, auszeichnet. Die kompositionstechnische Neuheit des Rings war die konsequente Verwendung sogenannter Leitmotive, also kurzer, oft wiederholter und wandlungsfähiger Tonfolgen, die Charaktere, in Klammern zum Beispiel Siegfried-Motiv, Klammer zu, psychische Verfassungen, in Klammern Unmutmotiv, Klammer zu, oder Symbole, in Klammern Schwertmotiv, Klammer zu, beschreiben. Zur Kennzeichnung und Verarbeitung dieser Motive erfand Wagner ausgedehnte Erzählsituationen, in denen die Handlung nacherzählt bzw. vergegenwärtigt wird, was der Ring-Tetralogie einen stark epischen Charakter gibt. Maßgeschneidertes Festspielhaus. 1864 rief der bayerische König Ludwig II. Wagner nach München. 1865 wurde hier die Oper Tristan und Isolde uraufgeführt. Der sogenannte Tristan-Akkord entfaltete für die Musikgeschichte eine epochale Wirkung. Wagner überdehnte die harmonischen Beziehungen im Tristan bis zum Zerreißen und öffnete damit ein Fenster zur Moderne. Nach seinem Aufenthalt in München fand Wagner in Bayreuth schließlich den richtigen Ort für sein Festspielhaus. Er entschied sich für einen Neubau auf dem außerhalb der Stadt gelegenen grünen Hügel. Das ermöglichte ihm, den Bau ganz nach seinen Vorstellungen auszurichten. Wagner ließ den Orchestergraben verdecken und schuf damit das von ihm propagierte unsichtbare Orchester. Der Verzicht auf Seitenlogen im Zuschauerraum bewirkte eine auf allen Plätzen uneingeschränkte Sicht auf die Bühne. Die ersten Festspiele im Sommer 1876 sind das wichtigste musikalische Ereignis des Jahrzehnts. Wagner hat seinen Traum, sein Bühnenfestspiel in einem eigens dafür errichteten Theater aufzuführen, verwirklicht.
Unter den 4000 Besuchern befinden sich neben Korrespondenten aus aller Welt auch der deutsche Kaiser, der bayerische König und das Kaiserpaar aus Brasilien. Finanziell aber geraten die ersten Festspiele zu einem spektakulären Misserfolg. Erst 6 Jahre nach den ersten Festspielen kann die Bayreuther Bühne wieder bespielt werden. Im Juli 1882 wird Parsifal uraufgeführt. Es ist Wagners erstes und einziges Werk, das in Kenntnis des Bayreuther Mischklangs komponiert wird und dieser Bühne als Bühnenweihfestspiel exklusiv vorbehalten sein soll. Über seinen Tod hinaus prägt Richard Wagner nicht nur das musikalische, sondern auch das geistige Leben insgesamt. Schriftsteller wie Thomas Mann komponieren teilweise ihre Romane nach seiner Leitmotivtechnik. Und die französische Literatur der Jahrhundertwende ist voll von Anspielungen auf ihn und seine bahnbrechenden Werke. So, ich muss direkt nochmal was eins schauen. Ich glaube, ich habe was vergessen, das mal hole ich noch nach. Auf jeden Fall hatte ich ja letztens schon mal anmerken lassen, wo das wieder Thema war. Ich finde es immer sowas von ja, abartig, wenn heute Leute nach Bayreuth fahren zu diesen Wagner-Festspielen, denen nichts mehr in den Sinn kommt, als alle deutsche Kultur, deutsche Tradition und das deutsche Volk zu vernichten und sich dann groß präsentieren im Lichte eines Mannes, der wirklich im besten Sinne ein Deutscher war und für deutsche Tradition, deutsche Geschichte, deutsche Kultur eingetreten ist. Und die Höhe war ja nun die Aufführung in Baden-Württemberg, Nibelungenfestspiele, ja, Baden-Württemberg war es ja, wo ein Herr Zeymoğlu der Autor ist. Irgendwelche Migranten schreiben jetzt an unseren Werken rum, an den Werken eines der größten deutschen Kunstschaffen. Es ist nur noch, ich sag mal, es ist nur noch widerlich, wie hier unsere Geschichte mit Absicht kaputt gemacht wird von widerlichen Migranten, die sich einbilden, an unserer Geschichte rumspielen zu dürfen. Ihr habt ja überhaupt nichts rumzuspielen. Ihr könnt euren Scheißauftritt aufführen, aber nicht unsere absoluten Identifikationssachen wie diese von Richard Wagner. Wir haben keine Lust auf Migrantenopern, die unsere deutschen Opern und deutschen Kunstwerke verhunzen. Ne? Deutsche Opern sollen von Deutschen gemacht werden. Gerade solche Sachen wie Richard Wagner, die gehören nicht in Hände von Ausländern. Vielleicht darf mal einer mitsingen, ja, wo man sagt, okay, aber es ist unmöglich. Ja? Damals, wir haben es gerade gehört, war Wagner die ganze Welt inspiriert. Der hat, im Prinzip haben sich alle nach ihm gerichtet. Heute will man sein Werk verhunzen, indem andere kommen und meinen, oh, ich habe da eine neue Idee, wir bauen das mal so um und machen irgendwelchen Geigel draus. Nichts ist. Wir haben genug eigene Leute, bin ich mir sicher. Man muss sie nur mal fördern und nicht immer nur Preise an Leute mit Migrantennamen vergeben, wie das momentan gerade in der Kunst so Mode ist. Man liest ja kaum noch irgendwo einen Namen. Erst der Kunst im künstlerischen Bereich, der noch ein Deutscher ist. Entweder jüdischen Namen oder irgendeinen anderen Namen. Wurzeln aus sonst woher. Das ist doch unmöglich. Man will uns total unsere Geschichte nehmen, unsere Identität, das ist eindeutig. Da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein. Das sieht jeder Blinde mit dem Krückstock, wenn er sich die ganzen Entwicklungen im Moment anschaut. Ne? Ja, da haben wir noch Bilder und da fällt mir das ein, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, ich habe da was vergessen. Kann das sein, weil ich da wieder so viel kommentiert habe? Und zwar das Bild von diesem Monument von den Sioux. Das hole ich jetzt schnell noch nach. Das war dieses Monument von Sitting Bull. Ne? Ich glaube, das hatte ich vergessen zu zeigen, weil ich da mich wieder ein bisschen in Rage geredet habe über das, was heute hier abläuft. Den Künstler hatte ich gezeigt, das weiß ich. Und jetzt kommen wir noch zu Richard Wagner.
vollendet die romantische Idee vom Gesamtkunstwerk, in dem alle Künste eine Einheit anstreben. In Klammern Gemälde von Karl Bauer, 1910, Klammer zu. Haben wir den größten deutschen Musikschaffenden in der deutschen Geschichte, Richard Wagner, da geht keiner drüber, nicht einer. Ne? Genauso wie in der Schriftstellerei keiner über Goethe kommt. Ja. Schiller ist gerade so auf der Höhe, aber Goethe steht noch über ihm. Ja, dann haben wir hier Tristan und Isolde. Die Uraufführung der Oper ist eine Sternstunde der Musik. In Klammern Gemälde von Jean Delville, 1887. Da haben wir das Bild. So, nochmal mal schauen. Ich will noch mal gucken, dass ich eigentlich falsch liege. Ja, morgen geht es schon los mit dem Jahr 1877 und der 68. Geschichtsstunde. Ja, ich hoffe, es war heute nicht wieder zu viel Kommentar, aber manchmal muss es halt raus. Heute geht es mir im Übrigen wieder wesentlich besser. Ich schwitze zwar schon wieder, weil, wie gesagt, wenn ich das Video aufnehme, mache ich alles zu, damit keine Nebengeräusche da sind. Sobald das Video fertig ist, wird schnell alles wieder aufgerissen, damit Luft reinkommt. Aber es war gestern wirklich, ich habe schon mal einen Sehtest gemacht. Heute ist wieder so, wie es halt mit meinen an sich schon Beeinträchtigung von Augen ist, ist wieder normal. Das war gestern dieses Gewitter, das hätte man miterleben müssen. Da ist wirklich mit einem Schlag runtergekommen, aber jetzt sieht man schon gar nicht mehr groß davon. Ungewittert, ungeblitzt und alles. Es war eine aufgeheizte, elektrisierte Luft. Das hat sich wahrscheinlich alles irgendwie Bahn gebrochen und hat mir auf den Kreislauf geschlagen. Und dadurch hatte ich dann meine Sehstörung am Tag. So gegen 12 ungefähr wurde es dann so, dass ich es fast ganz komplett gegeben hatte. Abends war es dann komplett wieder weg. Ja. Ich denke mal, heute geht es dann schön weiter mit Nordrhein-Westfalen. Das dauert ein bisschen noch. Es ist so viel passiert da dort. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Freitag. Ja, haltet die Ohren steif. Bleibt kämpferisch. Und ciao, ciao. Euer Egon.